So, servus liebe Fotofreunde. Ich bin heute Nacht mal wieder in München unterwegs und möchte Bilder machen. München ist hell erleuchtet, überall gibt es Straßenlaternen, die Gebäude sind schön angeleuchtet und in Verbindung mit Wasser, in dem Fall hier neben mir fließt die Isar, kann ich da bestimmt ein, zwei schöne Bilder zaubern. Und ich nehme euch mit auf diesen kleinen Fototrip mitten in München. Seid dabei, ich würde mich echt freuen. So, das ist das Objekt meiner Begierde. Hier diese St. Lukas-Kirche möchte ich jetzt ganz gern fotografieren. In Verbindung hier mit den Lichtern, die über der Brücke sind. Und das Stauwehr kommt hier hoffentlich auch ganz gut zur Geltung. Also eine Sache möchte ich aber jetzt zu meinem Standort hier gleich mit euch teilen. Ich suche mir jetzt einen Uferabschnitt, an dem diese Betonkante hier nicht so ultra hässlich da ist. Weil sonst müsste ich die abschneiden und hätte keinen Vordergrund und würde hier einfach nur über die Isar über das Wasser hier auf die Kirche hin fotografieren. Das möchte ich nicht, weil ich will ja eigentlich, dass das Bild ganz gut aussieht. Deswegen suche ich mir hier einen Vordergrund. Mit Vordergrund meine ich, in der unmittelbaren Nähe, 1, 2, 3 Meter von mir, wäre es cool, wenn ich einen Ast finde oder einen Stein, irgendeinen Brocken oder halt irgendwas, was ein Hingucker ist. Das glaube ich mal hier so diese Ufermauer hier einfach entlang und finde da bestimmt was. Ich habe jetzt hier einen Spot gefunden, hier sind Steine im Wasser und auch hier wirklich 1,5 Meter vor mir ist ein ganz besonderer Stein und der liegt hier in der direkten Linie auf zur Kirche hin und den nehme ich jetzt auf. Hier mit meiner A73 und dem 1635. Weil es regnet, habe ich jetzt die Abdeckung da noch drauf gehabt. Mache die Kamera mal schnell an. Und gehe jetzt hier in mein Bright Monitoring, Nachtmodus nenne ich das Ding. Ja, den habe ich mir auf den Mülleimer hier unten gelegt. Jetzt kann ich die Kamera eigentlich ganz gut ausrichten. So, und im nächsten Schritt stelle ich jetzt die Kirche vorn scharf. Das heißt, ich mache das manuell und die Kirche hat ein paar Lichter da oben im Turm an. Da zoome ich jetzt ran mit der C2-Taste und ziehe mir den Fokus hier selber schön am Objektiv. Hier am Fokusring. Oh, Leute, der Gott ruft zum Gebet. Gut, ansonsten achte ich jetzt darauf, dass meine Kamera waagrecht ausgerichtet ist. Und ich werde jetzt auch so auf ca. 22 mm fotografieren, damit ich diese Straßenlaternen auf der Brücke noch mitnehme. Ja, und ansonsten, ich werde jetzt auf einer 18er Blende, schätze ich mal, fotografieren. Und wenn ich das mache, muss ich die ISO, wenn ich jetzt 30 Sekunden lang belichte, das ist jetzt meine maximale Belichtungszeit ohne Fernauslöser, die muss ich jetzt hochdrehen auf ISO 800. So mache ich das Bild im RAW-Modus, weil im Nachgang werde ich das Bild natürlich noch mal ein bisschen bearbeiten. Das heißt, mit Bearbeiten die Tiefen werde ich anheben, die Lichter ein bisschen runterziehen. Das mache ich meistens eigentlich so. Mache jetzt dieses erste Bild und dann gehe ich einfach flussabwärts weiter die Isar runter. Schau, was da noch so kommt. Aber ich werde in dem ganzen Video mit Lichtern arbeiten und hoffentlich auch mit Wasser. Weil es ist ja Nacht, ne? Das siehst du ja nichts. Jetzt geht's weiter, die Isar abwärts. Nur wenige Meter weiter nördlich bin ich jetzt die Isar entlang gelaufen. Die St. Lukas-Kapelle oder Kirche ist immer noch schön sichtbar. Aber hier habe ich eine Besonderheit. Hier habe ich tatsächlich das Wasser, die Isar. Und die spiegelt sich, die Kuppel und der Turm spiegelt sich wunderschön hier im Wasser drin. Und ich stand jetzt vorhin 5 Meter weiter links, war aber ein schlechter Standort. Weil ihr seht ja, die Kirche hat 2 Türme und eine Kuppel. Und die Kuppel war total verdeckt von den, ja, von einem einen Turm. Deswegen bin ich einfach ein Stückchen weiter runterwärts gelaufen oder nördlich gelaufen. Und es macht jetzt auch keinen Sinn, das Stativ hier hinzustellen, wenn man im Hochkantformat fotografiert, weil dann habe ich einfach dieses Geländer drauf. Und deswegen habe ich das Stativ einfach drüber gelegt. Und jetzt kommt mir tatsächlich auch dieses große Stativ, sage ich mal, zugute. Jetzt mache ich hier noch meine Linse sauber.
weil es regnet ja immer noch oder schneit. Und mache das Bild jetzt wieder auf einer sehr, sehr hohen Blendenzahl, damit ich diese wunderschönen Blendsterne einfangen kann, weil die machen mich an, die sind sexy auf dem Bild in Verbindung mit einer Kirche. Wichtig ist mir auch, dass die Kirchturmspitzen nach oben hin genauso viel Platz haben wie nach unten hin. Also, dass das einigermaßen symmetrisch daherkommt. Jetzt mache ich das Bild auf einer F20, 30 Sekunden Belichtungszeit und ISO 640 mit einer 2 Sekunden Auslöseverzögerung. Kleinen Tipp, den ich euch mitgeben möchte, wenn ihr mit der Sony A7 III oder auch anderen Sonys im Regen fotografiert oder bei Schneefall, bitte lasst diesen Blitzschuhadapter drauf oder den Blitzschuh, den Schutz. Ich habe ihn wieder nicht drauf. Meine Kamera spinnt schon wieder rum, weil wenn die Kontakte nass werden, dann meckert die Kamera und sagt, fremdes Zubehör ist angeschlossen und meckert. Bam! Ich habe wunderschöne Lichtsterne hier auf meinem Bild. Es ist nicht überbelichtet, nicht unterbelichtet. Sieht einfach gut aus. Damit kann ich leben. Jetzt geht es weiter zur Maximilianbrücke, das ist gleich die nächste Brücke, da 5 Minuten Fußweg von hier. Da geht es wieder darum, Lichter einzufangen, Spiegelungen, mehr ist es nicht. Und Spaß haben. Also Leute, ihr hört es bestimmt, es ist arschlaut hier, ich bin unter der Maximiliansbrücke. Und hier sind so schöne Wasserstufen, also genau genommen, ich sehe hier 2, die möchte ich auch ablichten. Jetzt ist es eben so, wenn man von Ufer aus fotografiert, ist es mit Symmetrie richtig schwierig. Und da schaue ich jetzt mal, dass ich so nah wie möglich irgendwie ans Wasser rankomme. Ist nicht ganz easy, die Situation hier auch in der Nacht zu beurteilen, aber deswegen bin ich ja da. Ich will einfach wissen, ob das funktioniert. Also ich probiere jetzt mal hier diese eine Stufe nach unten zu klettern, mache hier mal ein Querformatbild, dass ich die ganze Brücke mehr oder weniger drauf bekomme, ohne Ufermauer und dann da oben nochmal ein Hochkantbild. Mehr sehe ich jetzt hier gerade in der Nacht nicht. Vielleicht ist es bei Tag tatsächlich einfacher. Also ist tatsächlich ein ultraschweres Bild. Ich habe jetzt hier nur eine Wasserstufe drauf. Und das ist echt schwer. Ich müsste eigentlich da auf den zweiten Steinboller, aber da traue ich mir jetzt nicht drauf, weil mit der Strömung kenne ich mich hier nicht aus. Das lasse ich mal lieber. Machen wir das Bild 30 Sekunden lang und hoffen das Beste. Aber so ist es echt oft so, ich schaue durchs Display oder durch den Sucher durch, finde das Bild schon nicht so geil. Ich weiß gar nicht, ob ich es hätte machen sollen. Aber jetzt gehe ich auf jeden Fall nochmal hoch, mache ein Hochkantbild. Vielleicht sieht es ja besser aus. Wow, glatt. Aber ich lasse nicht locker, ich gehe nochmal hoch und mache da oben nochmal einen Hochkant. Hier habe ich jetzt das Problem im Hochformat, dass diese hässlichen abgestorbenen Äste oder Äste ohne Blätter hier im Bild zu sehen sind. Die will ich nicht haben. Muss ich weiter vor. Schwierig. Aber so ist es. Wenn man an einen Spot kommt, den kennt man nicht, muss man einfach rumprobieren und schauen, was man rausholen kann. Hier bei der Bildkomposition achte ich drauf, dass diese Laterne, die so dominant in dem Bild drin ist, dass die auf meinem linken Drittel oben im Eck zu sehen ist. Schauen wir mal kurz, ob noch scharf hier alles ist von vorhin. Könnte gut sein. Ja, sieht gut aus.
mache das Bild bei exakt denselben Einstellungen, F18, ISO, was habe ich, 500 gehabt und 30 Sekunden Belichtungszeit. Und dann geht es weiter Richtung Friedensengel, das müsste dann, glaube ich, die nächste Brücke sein, die dann kommt. Ist besser als das von vorhin, weil man sich einfach auf die Staustufe konzentriert und das Bild hat irgendeine Aussage, also die Wasserstufe zumindest. Bild von vorhin, weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Also, jetzt weiter zum Friedensengel. So, Freunde, ich bin immer noch an der Maximilianbrücke. Und zwar bin ich jetzt von dem einen Uferstück hier durch den kleinen Park, die 2 Minuten hier, auf die andere Seite. Und es ist irgendwie ein anderer Isararm geklettert. Jetzt schaut her, hier gibt es eine schöne Fischtreppe. Aber da tue ich mir jetzt echt schwer, die irgendwie einzufangen. Und ich werde mich hier auf diese Wasserstufe konzentrieren und werde das Bild so machen, dass ich die Wasserstufe fotografiere. Und dann im Hintergrund seht ihr dann auch auf dem Bild das Maximilianeum. Und um das umzusetzen, versuche ich das auf 14 mm. Ja, 14 mm würde ich das machen. Dafür muss ich jetzt mein Objektiv hier bei Schneeregen wechseln. Ich hoffe, dass es gut geht, dass nicht zu viel Wasser oder Dreck oder Schmutz auf den Sensor kommt. Aber das mache ich jetzt und klettere jetzt hier über diese Fischtreppe rüber. Okay, hier ist das gute 14 mm. Drüben auf der Mauer, wenn ich da heil ankomme, werde ich nicht in die Kamera sprechen, weil es ist einfach viel zu laut. Das macht keinen Sinn. Und beim Wechsel versuche ich die Kamera jetzt auch nach unten zu halten. Tricky Sache. Okay, das war's. Alles ist ja nicht ohne hier drüber zu gehen. Scheiße! Das gefällt mir ja gar nicht. Die Mauer ist echt glitschig, ja? Wir haben 0 Grad oder Minustemperaturen, sie ist nass. So, Leute, ich schaff's. Es schaut einfacher aus, als es ist. Okay. Boah, die Mauer ist auch arschglatt. Hohoho. Leute, Leute. Boah, stark. Boom. Gehe ich noch ein Stückchen weiter vor. Alter, hier geht es richtig ab. Bei dem Bild achte ich darauf, dass diese Wasserstufe genau in meine Ecke zuläuft. Das ist eine gute Bildkomposition. Gefällt mir echt gut. Alter, hier ist Action. Das liebe ich. Das mag ich sowas. Nicht ganz ungefährlich, aber geil. Wie krank. Boom. Geil. Ich hab's, Leute, ich hab's. Vielleicht noch eins von da vorne. F16, 25 Sekunden Belichtungszeit, ISO 500. Top-Bild. Ich habe diesen Stein hier vorne mit drin. Das sieht gut aus. Ich bin jetzt total happy. Also, ist wieder mal ein neuer Spot, den ich nicht kannte, wo ich mich einfach rangetraut habe. Wirklich auch getraut, hier rüber zu laufen. Ist jetzt vielleicht nicht so geil bei Eis und was weiß ich, Regen. Aber es hat sich gelohnt, ist eine coole Perspektive, die hat keiner.
Bam! Ich bin happy, Leute. Ich bin richtig happy. Sehr schön. So, jetzt geht's wieder zurück. Wow. Oh, ich bin drüben. Wow. Oh, wie geil. Welcome am Friedensengel bei Nacht. Der Friedensengel hier in München ist ein super dankbares Fotomotiv, weil man kann sich da oben positionieren und in die Richtung fotografieren. Da hat man die Straße mit den Lichtziehern der Autos drauf, wenn man eine Langzeitbelichtung macht. Gleichzeitig geht die Sonne auch genau über der Straße da unter. Also ist ein wunderschönes Fotomotiv. Ich habe das schon mal aufgenommen und auch mal eine Timelapse gemacht. Also lohnt sich hierher zu kommen. Man muss sich da oben dann nur einreihen mit den ganzen anderen Fotografen. So, aber wir haben jetzt hier keinen Sonnenuntergang und nichts. Schnee liegt jetzt auch noch zu wenig. Und dazu kommt, ich habe jetzt auch das 14 mm immer noch auf der Kamera. Ihr seht jetzt bestimmt auch hier diese schönen Straßenlaternen. Die schauen so richtig altertümlich aus. Alles schön und gut, aber mit 14 mm kann ich die nicht einfangen, weil wenn ich jetzt aus diesem Standpunkt hier fotografieren würde, fallen die mir komplett zusammen. So werde ich jetzt einfach nur mal ein Bild nach oben fotografieren und wähle jetzt auch keine geschlossene Blende, weil es hat jetzt einfach den Hintergrund, wenn ich nach oben fotografiere, werden ein paar Schneeflocken auf mein Objektiv fallen und die werde ich dann sehen, wenn ich auf einer F16 oder F14 fotografiere. Deswegen das lieber nicht und mache jetzt einfach mal ein Standardbild. Okay, dann stelle ich scharf oben auf den Friedensengel, weil da mein Blick einfach hinfällt. Fokussiere ich hier an, mache das schön manuell, weil ich Bock drauf habe. Der C2-Taste, ziehen scharf, hier ist die Schärfe perfekt. Super. So, jetzt noch schnell das Objektiv putzen. Und das Bild mal jetzt auf einer 4er Blende oder sowas. Genau. Beeil mich. Zack, jetzt habe ich tatsächlich diese Straßenlaternen nicht mehr drauf. Mei, das ist ein Standardbild, haut mich überhaupt nicht vom Hocker. Ich zeige euch jetzt aber trotzdem mal, was passiert, wenn ich die Laternen mit drauf nehme. Nur, dass ihr es seht, wenn ich jetzt hier so nach oben shoote, wie sehr die eigentlich auf 14 mm zusammenfallen, wenn man die Kamera neigt. Ich mache das Bild nochmal, jetzt habe ich auch gar nicht neu anfokussiert. Aber ihr seht, wie die Laternen hier wirklich komplett hier zusammenfallen. So, aber ich beschäftige mich jetzt hier nicht mehr mit dem Friedensengel, sondern mit der Unterführung, die genau hier unter diesem Platz ist. Die ist super bunt, da ist Graffiti, eine schöne Kurve, eine Treppe geht echt um die Kurve, also sieht super aus, kommt mal mit, ich zeig's euch mal. Unten muss ich leise sein, da schlafen Leute. Also, das ist die Unterführung. Die hat hier zwei Ausgänge und das ist auch der Titel dieses Fotos. Ich habe mich jetzt hier mit meinem 14 mm Objektiv hier ganz nah an der Säule positioniert, dass ich hier einmal den Blick raus aus dem Tunnel habe und einmal geht es hier die Treppe nach oben. Also das ist ganz interessant. Schwierig ist das Bild dann jetzt auch tatsächlich zu machen, weil der Bereich hier ist super hell und die Treppe sehr, sehr dunkel. Also da könnte ich mir vorstellen, dass ich in Lightroom mit einem Verlaufsfilter das Ganze von links nach rechts ein bisschen aufhelle oder die rechte Seite eben abdunkel. Und jetzt bei diesem Bild achte ich darauf, dass ich hier auf diese Säule hier irgendwie scharf stelle. Also das mache ich jetzt nach Gefühl. Ich fokussiere jetzt nicht da hinten drauf, weil das wäre einfach komisch, wenn das hier unscharf wäre. Und ich achte darauf, dass die Kamera komplett gerade ausgerichtet ist. Wenn die ein bisschen schief steht oder nach oben oder nach unten zeigt, fallen mir hier diese Lichtsäulen komplett zusammen. Da habe ich keinen Bock. Deswegen auf 14 mm muss man da echt aufpassen. Deswegen alles gelevelt, alles gerade. Und was auch ganz interessant ist, ist hier dieses Graffiti. Zeigt mir irgendwie so den Weg nach oben. Also keine Ahnung, es ist einfach schön stimmig.
sieht gut aus und ich habe hier zwei Ausgänge. Machen wir das Bild auf eine 14er Blende in der Hoffnung, dass da oben diese Straßenlaterne, die hier aus dem Winkel auch hervortritt, dass sie einen kleinen Blendstern auch noch wirft. Da hoffe ich jetzt einfach drauf. Ansonsten, was ich auch noch cool finde, ist jetzt einfach hier hoch zu fotografieren. Das würde sich hier total gut eignen für, ja, sagen wir mal, Light-Painting-Geschichten, weil es einfach total cool angemalt ist und einfach alles hier, die Szenerie ist einfach schön. Jo, das Bild ist hier schon im Kasten, sieht gut aus. Hier muss ich einfach aufpassen, auch hier bei dem Bild ist jetzt auch wieder so ein Detail, dass ich die Treppe hier nicht abschneide. Das sieht komisch aus. Hier ist auch eine Glasscherbe, die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt auf dem Bild. Ja, jetzt tobe ich mich halt hier noch ein bisschen aus, werde mal in die Richtung fotografieren und die, kein großes Ding. Aber auf 14 mm wirkt es halt einfach irgendwie viel größer und wuchtiger. Und außerdem bin ich auch gerade froh, hier nicht nass zu werden. Boom. Mit diesem Bild aus der Unterführung verabschiede ich mich jetzt von euch. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, hier wieder neue Spots in München zu entdecken und das bei Nacht und Schnee und Regenwetter. Ich lege mich jetzt hier hin, mache eine kleine Pause und freue mich auf euch und aufs nächste Video. Bye bye, ciao. Ist das assi? Okay.